Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann und ich befinde mich jetzt gerade in diesem Moment der Aufnahme auf dem Jakobsweg. Ich bin vor knapp einer Woche in Saint-Jean-Pied-de-Port in den französischen Pyrenäen gestartet und bin auf dem Weg nach Santiago, beziehungsweise geht dann auch noch ein Stückchen weiter nach Finisterre bis ans Meer. Und das sind insgesamt knapp 1000 Kilometer, eine ganz schöne Menge. Und ich wollte aber zwischendurch gerne mal von mir hören lassen. Es wird wahrscheinlich heute auch eine bisschen andere Folge, eine bisschen kürzere Folge. Und auch die Audioqualität wird wahrscheinlich eine andere sein, weil ich nur so ein kleines Ansteckmikro dabei habe, weil mein großes, normales Podcast-Mikro, das wiegt einfach zu viel, um es einmal quer durch Spanien zu tragen. Aber ich wollte trotzdem einmal von mir hören lassen und euch in erster Linie einen Impuls mitgeben. Also es wird jetzt keine Folge, in der ich jetzt breit über den Jakobsweg rede. Ich bin schon mal vor 2 Jahren einen anderen Jakobsweg gelaufen, den Camino Portugués, und habe dazu eine ausführliche Folge gemacht. Die verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes. Also da findet ihr einige Infos und ich möchte mich nicht unbedingt wiederholen. Deswegen möchte ich euch vor allem heute einen Impuls mitgeben, der mir sehr am Herzen liegt, der eigentlich auch Auslöser dafür ist, dass ich mich gerade hier befinde. Also das, was ich heute mit euch teile, ist im Prinzip meine Motivation, mein Grund, warum ich das Ganze gerade mache, warum ich zu Fuß 1000 Kilometer mich hier rumschleppe. Es ist für mich etwas unglaublich Wichtiges, eine wichtige Erkenntnis, die bei mir ein bisschen gebraucht hat, ehrlich gesagt. Und deswegen möchte ich euch das einfach heute unbedingt mitgeben. Und zwar geht es dabei, ich nehme schon mal ein bisschen vorweg, um das Thema Selbstfürsorge bzw. Selbstvernachlässigung. Und in diesem Zusammenhang würde ich euch auch gerne meinen Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Dabei handelt es sich um Blinkist, eine wunderbar tolle App, die ich jetzt auch auf dem Camino sehr gerne nutze. Denn bei Blinkist findet man Zusammenfassungen von über 4000 Sachbüchern. Und diese Zusammenfassung kann man entweder durchlesen oder sich wie einen kleinen Podcast anhören, dauert etwa 15 Minuten und man hat wirklich den Inhalt, die Kernbotschaft des Buches mitbekommen. Und es gibt im Anschluss dann häufig auch Übungen, sodass man direkt die Dinge auch anwenden kann, das Erlernte. Und das finde ich unglaublich praktisch und liebe es sehr. Und zum heutigen Thema gibt es tatsächlich auch eine passende Zusammenfassung des Buches »Das Prinzip Selbstfürsorge« von Tatjana Reichert. Kann ich sehr empfehlen, hör da gerne mal rein. Es gibt aber auch, wie gesagt, noch ganz viele andere Bücher in verschiedenen Kategorien. Es gibt da Kategorien wie beispielsweise Produktivität, Philosophie, aber auch Gesundheit und Ernährung. Wenn das spannend für euch klingt, dann könnt ihr Blinkist völlig kostenlos für 7 Tage testen. Und wenn ihr dann im Anschluss sagt, das möchte ich weiterhin nutzen, vielleicht für meinen nächsten Jakobsweg, wer weiß, dann könnt ihr euch exklusiv als Hörer dieses Podcasts einen Rabatt im Wert von 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium sichern. Geht dafür einfach auf den Link www.blinkist.de/bastien. Blinkist schreibt man dabei B-L-I-N-K-I-S-T und sichert euch den Rabatt. Den Link gibt es auch wie immer nochmal zum direkten Anklicken in den Shownotes und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Und wir machen jetzt weiter mit meinem Anliegen, mit meinem Impuls, der sich aufs Thema Selbstfürsorge bezieht. Um ehrlich zu sein, ging es mir in der letzten Zeit nicht so gut, also auch schon länger, ich weiß jetzt nicht, ob es ein halbes Jahr oder ein Jahr war oder ist. Es war eher so ein schleichender Prozess, der sich quasi immer intensiver gezeigt hat. Vielleicht habt ihr es auch bemerkt, dass ich auf Social Media weniger aktiv war, auch meine Podcast-Folgen nicht mehr so häufig kamen, wie es mal so war. Und es lag einfach daran, dass ich keine Energie mehr hatte. Keine Energie und dann irgendwie auch keinen Ansporn. Und das hat sich in sämtlichen Lebensbereichen gezeigt, also auch, und deswegen sage ich das hier auch in dem Podcast, auch in meinem Ernährungsverhalten. Also auch da hatte ich nicht mehr die Energie, achtsam zu essen. Da hatte ich auch nicht mehr die Energie, dem zu folgen, was ich eigentlich tatsächlich auch im Podcast predige. Also
manchmal war es dann so, dass ich eine Folge aufgenommen habe und am gleichen Tag genau das gebrochen habe. Und das fühlte sich dann für mich natürlich auch total schlecht an, wenn ich nicht dem nachkomme, was ich überhaupt sage. Und das fühlt sich dann super unauthentisch an und dann zweifle ich auch überhaupt an meinem Beruf quasi. Und das zieht dann natürlich auch runter. Und dann war es bei mir auch so, dass ich mich dann irgendwie auch beim Podcast aufnehmen schlecht gefühlt habe, deswegen auch so selten die Podcasts. Also ich war einfach in sämtlichen Lebensbereichen, beziehungsweise ich rede gerade so in der Vergangenheitsform, ich würde eher sagen, ich bin in sämtlichen Lebensbereichen gerade so ein bisschen energielos und habe mich in letzter Zeit ganz viel damit auseinandergesetzt. Ich habe mich viel reflektiert. Ich habe mir auch schon mehr Zeit für mich genommen und habe auch ein Coaching genommen und ja, wollte für mich irgendwie so die Antwort finden, woran das lag. Und es hat eine Weile gedauert und ich weiß auch immer noch nicht, ob das die richtige Antwort ist, aber ich habe das Gefühl, I'm on it. Und zwar habe ich mich die letzten Jahre, kann man eigentlich fast sagen, ich würde mal so sagen, die letzten 2 Jahre, enorm selbst vernachlässigt. Ich habe mich sehr wenig um mich selbst gekümmert. Ich war einfach sehr beschäftigt auch mit der Arbeit. So, ich liebe es wirklich sehr, was ich mache und bin da hands-on und habe viel, viel gearbeitet und mir an meiner Karriere gebaut und tief in die Stunden wissen die in die Abendstunden gearbeitet, Wochenenden durchgearbeitet und fand das immer ganz cool. Und das war aber dann so ein langsamer und schleichender Prozess, dass ich mich dabei vergessen habe. Dass ich einfach Energie immer ins Außen gesteckt habe, in die Arbeit oder auch in andere Leute, in meinem privaten Umfeld, dass ich irgendwie für andere Leute immer da war und für mich nicht, aber auch bei der Arbeit. Versteht mich nicht falsch. Ich finde es total toll, Leuten irgendwie helfen zu können und Coachings zu geben und so weiter. Aber dennoch ist es natürlich so, dass man dabei auch ganz viel Energie gibt, wenn man Menschen irgendwie unterstützt, wenn man sie begleitet und denen Energie schenkt, dann hat man natürlich für sich selbst weniger Energie. Und wenn man dann nicht irgendwie eine Quelle hat, wo man wieder Energie für sich her bezieht quasi, dann ist man irgendwann ganz schön ausgeschlaucht oder ausgelaugt, so heißt es. Und dieser Punkt ist bei mir definitiv angekommen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, diesen Jakobsweg zu gehen. Dass ich wirklich einmal, so um die 5 Wochen bin ich wahrscheinlich unterwegs, 5 Wochen lang nur für mich bin. Keine Arbeit, nicht erreichbar sein, sondern nur ich draußen in der Natur, wo wenig Reize sind, wo wirklich nur ich bin mit meinen Gedanken im Kopf und ich einfach mal wieder aufräume und ganz viel Energie für mich sammle und so gesehen Selbstfürsorge betreibe, also einfach nur für mich da bin und nur das mache, wonach mir der Sinn ist. Und das ist auch der Impuls, den ich euch heute weitergeben möchte. Also ich möchte euch jetzt um Gottes Willen nicht alle auf den Jakobsweg schicken. Man kann Selbstfürsorge auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen betreiben. Aber ich möchte euch einfach nochmal diesen Impuls mitgeben. Denkt an euch. Denkt an euch und nehmt euch Zeit für euch, gerade in dieser schnelllebigen Welt, wo wir immer ganz viel im Außen sind. Nehmt euch, auch wenn es irgendwie ein Donnerstagnachmittag beispielsweise ist, den ihr immer für euch blockt, wo ihr sagt, hey, das ist meine Me-Time, da bin ich nur für mich da und da bin ich nicht erreichbar, da tue ich keinem anderen einen Gefallen, da tue ich nur mir einen Gefallen. Und das ist einfach so, so wichtig, weil letztendlich wird sich das immer auf alle Lebensbereiche irgendwie auswirken, wenn man kraftlos ist, wenn man einfach keine Power mehr hat und vor allem halt auch aufs Ernährungsverhalten. Und das Ernährungsverhalten ist dann wirklich nochmal ein ganz, ganz besonderer Punkt, weil Essen gibt uns ja auch Energie. Das heißt also, erstens, wir haben keine Energie mehr, um bewusst zu essen und zu reflektieren, was wir essen, warum wir essen und so weiter. Und zweitens, essen wir dann tendenziell auch noch mehr, weil uns das einfach Energie spendet. Und wenn wir dann irgendwie an Gewicht zunehmen und irgendwie unzufriedener vielleicht mit uns sind, dann
geht es auch nochmal irgendwie immer tiefer in diese Unzufriedenheit, in diese Lustlosigkeit vielleicht auch. So ist es bei mir. Und das ist einfach so, so wichtig, frühzeitig die Bremse zu ziehen und zu sagen, hey, ich. Und da darf man ruhig auch mal ein bisschen egoistisch sein. Das lerne ich gerade so ein bisschen. Egoistisch sein ist ja eher so negativ behaftet, aber trotzdem sage ich das die ganze Zeit für mich. Nee, ich bin jetzt mal egoistisch. Ich bin jetzt ganz egoistisch auch mal den Jakobsweg gegangen, auch wenn mein Mann zu Hause sitzt und mich bestimmt auch vermisst. Aber ich habe gesagt, nein, es ist meine Zeit. Ich brauche die Zeit. Und das ist mein Impuls, den ich heute in dieser etwas anderen und wirren Folge euch mitgeben möchte. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was für euch daraus mitnehmen. Aber das war mir einfach ganz, ganz wichtig zu teilen, da das gerade ein Thema ist, das mich sehr, sehr doll beschäftigt und ich gerade akut daran arbeite, wie ihr ja seht oder hört. Und das möchte ich euch einfach auch nochmal mitgeben. Denkt an euch, vernachlässigt nicht euch selbst, sondern seid für euch da, betreibt Selbstfürsorge und ihr seid wichtig. Du bist wichtig. Genau, soweit von mir. Das war's auch schon. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Verabschiede mich mit den Worten Bon Camino, wie man es hier auf dem Jakobsweg immer sagt. Und genau, wenn ihr mir da aber nochmal folgen wollt, ich bin nämlich tatsächlich momentan auf Instagram wieder aktiver, weil ich einfach Spaß daran habe, den Jakobsweg so ein bisschen zu dokumentieren. Das ist für mich auch immer so ein bisschen so ein Reisetagebuch. Deswegen, wenn ihr darauf Lust habt, schaut vorbei auf Instagram. Dort heiße ich bastian.neumann. Da werde ich bestimmt auch mal den einen oder anderen Gedankengang teilen, den ich so habe, wenn ich Stunden über Stunden mit mir alleine bin. Genau. Also ihr Lieben, seid gut zu euch selbst und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.